Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, sind jedoch verfrüht und voreilig, betont er. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in der gotischen St. Peter- und Paul-Kathedrale absichtlich gelegt wurde. Wir haben festgestellt, dass das Feuer von drei verschiedenen Stellen ausgebrochen ist. Daher ermitteln wir wegen einer möglichen Brandstiftung. Die Brandherde liegen demnach weit voneinander entfernt. Einbruchspuren werden nach Angaben des Staatsanwalts bei ersten Untersuchungen nicht gefunden. Nach Angaben der Feuerwehr wird bei dem Brand die große Orgel in der Kathedrale vollständig zerstört. Mit dem Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im vergangenen Jahr ist das Feuer in der Peter- und Paul-Kathedrale von Nantes demnach aber nicht vergleichbar. Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt ist bei einem verheerenden Brand im April 2019 schwer beschädigt worden und befindet sich seither im Wiederaufbau. Auch in der St. Peter- und Paul-Kathedrale hat es vor Jahrzehnten schon einmal gebrannt. Bei einem Großbrand 1972 wird das Dach schwer beschädigt. Die anschließenden Renovierungsarbeiten dauern 13 Jahre.